das einsprühen, bisschen warten und das Ding löst sich. Das wollte ich jetzt ausprobieren, ehrlich. Waren wir jahrelang so dumm und haben das nicht ausprobiert. Aber jetzt, ich habe die obere Querlenker, die müssen gemacht werden. Komm vorbei! Komm vorbei! Keine Geräusche, kein Klackern, gar nichts. Ja, das ist mein. Ist ja krass. 4, 5 Schrauben. Okay, bei 5 Schrauben sollte man eine Schraube nicht vergessen. Sollte nicht passieren. Robby, wie geht's dir? Hoschkel ist bei KFZ. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um Audi A5. Ich werde heute die ganzen Querlenker erneuern. Ich werde natürlich euch nur zeigen, auf was man achten sollte. Also ich werde jetzt nicht jede Schraube erklären. Ich werde nur da halt was erklären, wo es am wichtigsten ist. Und das Wichtigste ist natürlich, spart nicht am Material, weil der Kollege hier hat am Material gespart und nach 1-2 Jahren ist er wieder hier. Ihr kennt es. Wir bauen natürlich Meile ein. Das war's. Mehr wollte ich auch nicht sagen. Bis zum nächsten Mal. Nein, wir werden hier Meile einbauen, die oberen Querlenker, Stabi und die unteren Querlenker erneuern. Wir werden die natürlich von Meile einbauen. Ist ja klar, gibt es keine zwei Meinungen bei mir. Da gibt es immer Meile, Meile, fertig, fertig. Da gibt es hier nicht irgendwie was anderes. Ihr wisst ja, ich habe bei meinem BMW alles von Meile eingebaut. Und was hat zum Beispiel der Shannon gesagt? Shannon war begeistert. Der lässt sich ja wie ein Neuwagen fahren. Keine Geräusche, kein Klackern, gar nichts. Ja, das ist Meile. Zwei untere Querlenker hinten. Zwei untere Querlenker vorne. Und dann die beiden Traggelenke. Die sind ja mit Traggelenken hier. Dann gibt es die oberen Querlenker hinten. Obere Querlenker vorne. Und zwei Stabis. Und was ich auch geil finde, da sind auch alle Schrauben dabei. Da ist die sogenannte A-Schraube, das ist die hier, und ihr könnt die von Meile auf 1:1 übernehmen. Das ist Originalqualität. Auch finde ich so geil. Bei jedem Querlenker ist noch mal eine extra Schraube dabei. Aber das ist schön. Kann ich die Schrauben dann zur Seite tun und wenn ich nächstes Mal erneuere, habe ich diese zwei Schrauben noch da. Ist doch schön. So schwer ist es nicht. Nur das einzige Problem ist natürlich die oberen A-Schrauben. Und dahin gehen wir. Ich habe überall eingesprüht, außer hier. Hier habe ich extra nichts eingesprüht. Erste Schraube wurde noch nie erneuert. So, wir gucken mal, ob der fest ist. Kann auch sein, dass das Ding hier locker ist. Auf einmal haben wir Glück, das Ding ist voll locker. Ja, natürlich nicht. War ja klar. Nein, gar nicht. Also ihr habt ja unter den Kommentaren geschrieben, besorgt ihr Supercrack, das einsprühen, bisschen warten und das Ding löst sich. Das wollte ich jetzt ausprobieren, ehrlich. Waren wir jahrelang so dumm und haben das nicht ausprobiert? Wir haben gesehen, die Schraube ist total fest. Komm, wir machen jetzt richtig, so richtig aber, ne? Boah, und das Ding ist sehr teuer, ne? Gut, warten wir ein paar Minuten und danach schauen wir mal, ob das Ding danach rauskommt. Wie lange soll man warten? Also, die haben gesagt, ein paar Minuten. Komm, wir gehen Kaffee trinken. Ein paar Minuten sind um, jetzt probieren wir mal. Nein. Nein. Aber zack, kaputt, würde ich sagen. Wie ihr gerade gesehen habt, hat das Ganze nichts gebracht. Wir sind keine Ingenieure oder so, aber wenn so eine Schraube kommt, da sind wir gerne Ingenieure. Wir haben schon alles ausprobiert. Und ja, viele haben auch gesagt, ja, Yunus, Zackup ist sehr teuer. Ja, es ist ja auch nicht für private Leute geeignet. Also wenn ihr Meile nehmt, macht ihr das nur einmal. Und wenn ihr natürlich andere Sachen nehmt, dann natürlich kann sein, dass ihr es noch ein bisschen öfters macht, dass ihr das wechselt. Was wir hier an Zeit sparen, das ist unglaublich. Und das ist für mich wichtiger. Gefühlt in einer Minute die Schraube ab ist, als 3-4 Stunden hier dran zu sitzen, warm machen oder was auch immer, wie ihr es auch rausholt. Ne, der eine sagt ja,
ich mache da Muttheim rein und dann mache ich das. Ja, glaub mir, wir haben es auch gemacht. Das Problem ist, sobald die Mutter sich einmal durchdreht, dann habt ihr den Salat. Ne? Ihr habt ja nicht immer Glück, dass das Ding so einfach rauskommt. Bei 10 Autos klappt das vielleicht zweimal. Und was ist mit den anderen 8 Autos, wo es nicht klappt? Die Dinger sind jetzt drauf, Unterlegscheibe ist drauf und dann gucken wir mal. Also wenn ihr sowas habt, ruft mich an. Das ist jetzt meine Lieblingsaufgabe geworden. Früher, die rufen an, ich habe ein Audi, da müssen die oberen Querlenker gemacht werden. Ich habe leider keine Zeit. Aber jetzt, ich habe die oberen Querlenker, die müssen gemacht werden. Komm vorbei! Komm vorbei! Ja. Ist schon gemein. Man nennt es ja auch nicht umsonst so, ne? Wir haben jetzt beide Seiten die Schrauben ab. Bauen wir einfach mal alles ab. Ja, bei den inneren auf jeden Fall normalen Schlüssel. So. Oh. Das ist ja ein 22er. 21er. Das ist 20er. Brrr. Immer noch nicht. 22er und hier, diesen Querlenker haben wir ausgebaut. Der ist auch neu gekommen, der ist auch neu gekommen. Und den hier wurde ausgebaut, ne? Mhm. Jetzt achte mal, ich wollte jetzt gerade, ich habe jetzt das hier ausgebaut und wollte den Stoßdämpfer lockern. Achtet mal, ich habe den nicht gelockert. Achte mal hier, Aldosch. Warte. Achte mal. Guck mal, guck mal. Das Ding war locker. Das Ach, Ding war locker. Ich habe den nicht ausgebaut, ehrlich. Du bist ja noch gar nicht da dran gegangen. Nein. Und der war locker. Ja, und ich habe den ja gefahren und da ist ja, da fühlte sich alles locker an. Der hat nicht richtig, oh, ehrlich, ey. Wow. Ja. Und man merkt auch, dieser Querlenker, der wurde komplett erneuert. Guck mal, der wurde erneuert hier. Ah ja. Das ist natürlich hier, ne, ist ja auch nicht von einer schlechten Firma, der Querlenker, der wurde auf jeden Fall erneuert, aber hier wurde auf jeden Fall die Schraube vergessen festzuziehen. Der war ganz locker einfach. Hier, lass mal hier probieren. Hier ist der fest. Tja. Ja, haben die das hier wirklich vergessen? Hm? Haben die vergessen. Wahnsinn. Wir sind ja alle Menschen, wir können ja Fehler machen, aber kontrolliert. Also ich werde es hier auch machen, wir werden den jetzt fertig machen und ganz zum Schluss werde ich das nochmal kontrollieren. Ich werde nochmal jede Schraube nochmal kontrollieren, weil genau deswegen, weil klar, es sind so viele Querlenker, ne, okay, da wurde nur ein Querlenker getauscht und bei 3 Schrauben, okay, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben. Okay, bei 5 Schrauben sollte man eine Schraube nicht vergessen. Da habe ich meine Gabel. Nein, ich gehe nicht essen. Natürlich aufpassen, dass er nicht drankommt irgendwo. Das war's schon. Das liebe ich doch. Auf jeden Fall erstmal die Schraube nicht lockern, würde ich nicht machen, weil sonst nimmt ihr den mit raus. So. Einmal kurz auf die Hand gehauen. Krankenschein ist da. Ah, wie fest diese Querlenker so sind, ne? Den Querlenker haben wir ab. Jetzt holen wir den raus. Nichts in den Rand machen. Also, eine Frage. Wer singt auch immer, wenn die Schrauben gut abgehen, wenn es nach Plan läuft? Kennt ihr das? Also ich singe immer. Ganz leicht.
Nicht zu viel, einfach ganz leicht ein bisschen aufspreizen. Kann man es schon rausziehen? Das kann man rausziehen. Also bei diesem Traggelenk, oh, der ist auch ausgeschlagen. Oh, ich dachte, der ist neu. Nein, ist er nicht. Einmal mal kontrollieren, ob alles schön sauber ist, das was. Und dann packen wir auch schon den neuen rauf. Machen einfach rein. Zack. So, der sitzt. Traggelenk ist schon fertig. Ehrlich, die Traggelenke sind so schön. Die sind so leicht. Die sind auch manchmal korrodiert so ein bisschen. Dann macht ihr einfach die Fläche sauber und macht den wieder rein. Ihr könnt auch ganz leicht Fett oder so nehmen dort. Querlenker erst hier drauf setzen. Zack, hier hoch. Bam. Und dann hier rein. Bisschen Gummihammer. Obi hier. Die machen wir natürlich nicht komplett fest. Hier haben wir schon alles dran. Ein Querlenker rein. Jetzt können wir auch vorne eigentlich alles soweit festmachen. Ja. Stoßdämpfer ist locker. Der war auch so locker, wo er hier hinkam. Und das dann, war ja der lockere sozusagen. Genau. Dieser Querlenker ist locker. Dieser Querlenker ist locker. Und da drüben natürlich auch. Aber hier vorne ist alles fest. So, jetzt machen wir die oberen Querlenker. Nicht draufhauen. Also wenn ihr haut, dann haut ihr bitte nur hier hin. Gar nicht hier draufhauen, weil das Ding ist so empfindlich. Die macht das Ding sofort kaputt, sag ich euch. Ich habe mir so ein Spezialwerkzeug gemacht. Ihr seht, das ist eigentlich Scheibenwischarm rauszuholen. Echt jetzt? Ja, ich habe da aufgeschnitten. Und das Ganze machen wir hier drauf. Und dann könnt ihr das Ding hier rausholen. Schön da drauf. Da muss ein bisschen... Und wichtig jetzt gleich auch diese Position. Ihr seht, wie die Querlenker sind. Ne? Ihr merkt, die Querlenker sind auf Spannung. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die werden wir auch genauso einbauen. Ganz einfach, ihr baut erst eine Seite aus. Macht ihn genau auf diese Stellung. Macht den fest und dann baut ihr den anderen aus und macht den auch auf die Stellung. Fertig. Fest, festgezogen. Natürlich machen wir das Ganze hier sauber. Achte mal, dass da alles rauskommt. Ja. Oh. Ja. Oh, ho, ho. Also die oberen Querlenker sind echt schwer. Wir werden die noch alle dementsprechend nochmal anziehen. Sorry, Akku ist leer gegangen. Und ich habe den schon zusammengebaut, soweit. Natürlich, die Spur muss eingestellt werden, ist klar. Und deswegen machen wir den hier alles mal hier gängig. Oh, wow. Okay. Drei Schrauben habe ich jetzt locker gelassen. Die hintere Schraube habe ich locker gelassen. Die Schraube habe ich locker gelassen von diesem Querlenker. Und einmal diese Schraube habe ich locker gelassen. Jetzt geht er zur Spureinstellung. In eingefädeltem Zustand werden wir diese Schrauben zuerst festmachen. Und danach die Spureinstellung machen. Das war's. Wir haben den perfekt eingestellt und jetzt werden wir natürlich eine Probefahrt machen und danach die Reifen nochmal nachziehen. Nein, ich muss sagen, super, der lässt sich so geil fahren. So muss es sein. Bremsen haben wir auch schön eingefahren. Schön, freut sich der Kunde. Und ihr seht ja, die sind alle kaputt. Jetzt hat er die von Meile. Also der lässt sich so fahren wie ein Neuwagen. Dankeschön für die Unterstützung von Meile. Super Produkte. Ich stehe einfach auf Meile. Beste. Das heißt, wenn ihr nächstes Mal Querlenker kaufen wollt für euren Wagen, dann überlegt euch nicht, dann kauft Meile. Ich kann es nur empfehlen. Dankeschön fürs Zuschauen, danke nochmal hier an Meile und wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kfz-Tutzi. Bis dann, haut rein, ciao.